Lass uns nach Hause gehen. Wir fangen sowieso nichts mehr. Okay, vielleicht schaffe ich dann noch den Bus. Na los, komm. Es war mal wieder ein wunderschöner Tag mit dir. Freunde? Für immer. Michelle, Zimmer aufräumen. Ja, bin fast fertig. Naja, geht so. Hallo? Hi, Michelle. Und, hat deine Mutti geschimpft? Nö, die war sogar ganz gut gelaunt. Und du? Hast du deinen Bus noch erwischt? Ja, das war kein Problem. Bloß macht Susi immer zicken, wenn sie einsteigen soll. Du, ich muss jetzt auflegen. Es gibt gleich Essen. Was gibt's denn bei euch? Mutti hat mir eine Pizza versprochen. Warte, ich schau mal. Thank you.
glaube, es gibt Nudeln mit Käsebacken oder sowas. Riecht in jedem Fall super lecker. Also bis morgen. Ja, bis morgen. Schlaf gut, Isa. Wer war es denn? Ist was? Das war das Krankenhaus in Gotha. Und? Was wollten die? Oma ist gestürzt. Musste operiert werden. Dann geht's nicht gut. Oma im Krankenhaus? Michelle, ich muss zu ihr fahren, aber ich kann dich nicht mitnehmen. Du musst ja morgen zur Schule. Ist es was Schlimmes? Was ist denn mit Oma? Michelle, ich weiß es nicht genau. Sie ist ja noch gar nicht aus der Narkose aufgewacht. Ich rufe dich morgen dann sofort an. Kann ich mich wirklich auf dich verlassen? Wie lange hast du denn morgen Unterricht? 6 Stunden bis 1. Gut, dann gehst du nach der Schule sofort heim und ich rufe dich 1:30 an. Und jetzt aber ab ins Bett. Ich gebe dir noch Geld. 50 Euro, aber nur für Notfall. Ich fahre dann jetzt auch los. Es wird schon gut gehen. Und vergiss nicht ab und zu mit Annie Gassi zu gehen. Ich muss jetzt los. Also tschüss. Tschüss, Mama. Mama? Was hat Oma denn? Aha. So, erst morgen. Richte dir schöne Grüße aus. Kannst dich auf mich verlassen. Tschüss. Thank you.
Lisa, komm mal her. Ja. Weißt du was? Meine Oma ist im Krankenhaus und Mutti ist bei ihr in Gotha. Oh, die Arme. Was ist denn passiert? Sie ist die Kellertreppe runtergefallen. Aber es geht ihr schon wieder besser. Stell dir vor, meine Mama kommt erst morgen früh wieder, also kann ich machen, was ich will. Oh, hast du's gut. Hey, ich hab eine Idee. Du kannst ja mit zu mir kommen, kannst bei mir schlafen. Musst ja deinem Vater nicht erzählen, dass wir beide alleine sind. Cool, ich komme so schnell wie möglich. Also ciao, bis dann. Ciao. Na, wie fühlst du dich denn? Ach, Carla, was ist denn eigentlich passiert? Du bist die Kellertreppe runtergefallen. Zum Glück war Tino im Haus und hat einen Notarzt rufen können. Oh, mein Kopf und mein Bein. Habe ich wohl was gebrochen? Dein Oberschenkel und eine leichte Gehirnerschütterung hast du auch. 6 Wochen musst du jetzt hier bleiben. Ich fahre jetzt erstmal zu dir nach Hause und pack ein paar Sachen zusammen. Wo ist Michelle? Michelle ist zu Hause geblieben. Die schreiben morgen eine Schulaufgabe. Und die ist ja auch groß. Sie kann ja schon mal einen Tag alleine bleiben. Ach, Carla, fahr doch nach Hause. Tino kann mir doch die Sachen mitbringen. Tino kann sich nicht mal alleine einen Kaffee kochen. Aber es ist ja alles kein Problem. Michelle war schon ein paar Mal alleine zu Hause. Und außerdem wohnt ja die Kerstin gleich um die Ecke. Ja, hast du schon auf mich gewartet, hä? Ja, ganz brav bist du. Ja. Ja, brav. Ja, ne? Jetzt gehen wir mal los. Ja, komm. Ja, Hallo? Hi, Michelle. Isa, du musst sofort kommen. Ist was mit deiner Oma? Na, der geht's gut. Was viel Wichtigeres. Wir müssen dringend was gegen unsere Falten tun. Ich hab schon angefangen. Was brauchen wir denn dazu? Hauptsächlich Quark, Honig und eine Gurke. Und einen Löffel zum Umrühren. Danach 2 Stunden einwirken lassen. 2 Stunden? Also, ich find's lecker. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt schon noch was Richtiges. Ich glaube, 2 reichen. Und jetzt das Mehl. Stopp. Und du bist sicher, dass man so Pfannkuchen macht? Na klar, das habe ich bei meinem Vater schon 1000 Mal gesehen. So, jetzt brauchen wir eine Pfanne. Und das kommt jetzt alles da rein? Na klar. Und
eigentlich mit der Herd angeht? Eigentlich nicht. Aber ich bin sicher, das kann man auch so essen. Na gut. Pfui, Teufel! Das schmeckt ja widerlich. Das ist eindeutig ein Notfall. McDonald's! Na, ihr beiden? Was darf's denn sein? Zwei Happy Meal mit Chicken, Pommes und Cheeseburger. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Und was darfst du trinken sein? Gelbe Limo. Für mich auch. Und welches Spielzeug? Das Grüne. Das Rote. Und? Wirkt schon? Was denn? Na, eure Gesichtsmasken. Ach du Scheiße, wir haben die Gesichtsmasken noch dran. Wie peinlich. Was machen wir denn heute noch? Keine Ahnung, Hausaufgaben habe ich schon gemacht und morgen ist Samstag. Mensch, ich habe eine Idee. Bei uns im Wald gibt es ein altes Bergwerk. Das hat meine Oma mir immer früher erzählt. Das können wir das suchen. Super Idee. Und was brauchen wir erst dazu? Zwei Lampen, Cola, Essen, eine Schnur und Murmeln, falls wir uns verirren. Verirren? Mensch, du kennst doch das Märchen von Hänsel und Gretel. Wir legen einfach Murmeln aus und dann wissen wir genau, wo der Ausgang ist. Super Idee. Und wir müssen noch einkaufen gehen. Und ich glaube, du brauchst dringend ein neues T-Shirt. Yeah. Okay, dann gehen wir jetzt einkaufen. Die ist schon Sauerei. Hallo. Hallo, hallo. Guck mal, hier haben wir doch alles, was wir brauchen. Tu rein. So, und jetzt brauchen wir noch ein T-Shirt für dich. Ja. Hier ist er mit dem da. Ja, das ist cool. Okay. Und Taschen offen? Kann ich das gleich anziehen? Ja, klar. Danke. Tada! Oh, ist das schwer. Wir sind ja gleich da. Es regnet. Hör doch gleich wieder auf. Guck mal, das Mädchen wird schon seit 2 Wochen vermisst. Die Arme. Oder sie will einfach nicht in die Schule gehen. Komm. Sollen wir Hunde mitnehmen? Na klar, das sind auch unsere Schutztiere. Thank you.
heilen. Ist das noch weit? So genau weiß ich das auch nicht. Aber die Richtung stimmt, glaube ich. Schau! Wow, eine Burg mitten im Wald. Das scheint gut. Aber jetzt lass uns den Eingang suchen. Okay. Schau mal, Michi. Da hinten ist ein Loch in den Felsen. Tatsächlich. Wollen wir da wirklich rein? Na klar. Dafür sind wir doch da. Okay, aber die Hunde lassen wir hier. Okay. Komm, geh du mal lieber vor. Oh nee. Oh. Michelle? Mensch, Michelle, weißt du, was wir vergessen haben? Die Tasche. Und da ist alles drin, was wir brauchen. Zum Glück hab ich die Taschenlampen. Mann, ist das unheimlich. Meine Oma hatte recht mit der Höhle. Also ich glaube ja, das war früher mal eine Art Berggang oder ein Schmugglerversteck. Hey, und jetzt kommen wir in die Schatzkammer, wo früher die Piraten mit Gold versteckt. Was würdest du dir kaufen, wenn du eine Truhe voller Gold finden würdest? Ein eigenes Schwert natürlich. Und du? Eine neue Playstation und sau viele Klamotten. Boah, ist das groß hier. Verdammt! Ich hatte noch nie solche Angst gehabt, Michi. Ich auch nicht, Isa. Was war das für ein Mann und was war das für ein Kleid? Das war bestimmt der Mörder, der kleine Kinder frisst. Meinst du? Quatsch, sowas gibt's doch gar nicht. Natürlich gibt's das. Wir müssen alles meiner Mutter erzählen. Nein, spinnst doch. Hast du nicht das Buch von Tom Sawyer gelesen? Nee, wieso? Weil es in dem Buch zwei Jungs genauso gegangen ist wie uns. Die haben auch einen Mord beobachtet. Wir haben doch keinen Mord gesehen.
Wir haben nur ein Kleid gefunden. Genau, ein Kleid. Und wem bitte schon soll das Kleid gehören, wenn nicht einem Mädchen, das das Kleid früher anhatte? Du spinnst zwar, aber gerade dann müssen wir alles meiner Mutter erzählen. Nein, hör zu. In dem Buch haben die auch alles der Polizei erzählt. Und das war nicht sehr gut. Also, wir vergessen das einfach alles, okay? Na gut, Isa, vielleicht hast du ja recht. Es bleibt unser Geheimnis. Ja, genau, unser Geheimnis. Hallo? Michelle? Mann, wo steckst du denn? Ich versuche dich den ganzen Tag schon zu erreichen. Es ist Mutti. Hi, Mom. Isa ist bei mir. Wir waren bei McDonald's. Ja, ich habe mein Handy vergessen. Isa schläft heute bei mir. Ja, Susi ist auch da. Wir waren auch schon mit beiden Gassi. Ja, ist ja kein Problem, aber geh dann schon mal ins Bett, weil ich bin noch unterwegs und Zähne putzen nicht vergessen, okay? Ja, bis dann. Mach dir mal ein bisschen... Oh Gott! Kann nicht irgendwas mal funktionieren? Mein Gott. Mann, war das ein Abenteuer. Stimmt. Schlaf gut, Michelle. Du auch, Isa. Morgen, Isa. Na, gut geschlafen. Morgen, Carla. Morgen, Michi. Ich wusste gar nicht, dass ihr schon wach seid. Oma, geht's besser, Isa? Oh, super. So, ihr zieht euch jetzt erstmal an und geht mit den Hunden runter. Oh, nö. Schön, dass es deiner Oma wieder gut geht. Finde ich's auch. Gott sei Dank ist Mama wieder da. Was ist denn? Ach, nichts. Ich dachte nur, nichts.
Ist es noch weit? Da ist es doch schon. Sehr schön. So könnte es jeden Tag sein. Ja, was macht ihr denn hier? Na, nach was sieht's denn aus? Nach Baden. Und das ist hier verboten, meine Damen. Wer soll denn das verbieten? Na, ich. Der See gehört nämlich mir. Oder besser, meinem Vater. Wie kann denn deinem Vater ans See gehören? Ist doch Quatsch. Los, Michael, sag doch mal was. Na gut, ich will mal nicht so sein. Ich gestatte euch das Baden heute mal. Komm, Gerd, lass uns abhauen. Schönen Tag noch, die Damen. So ein Blödmann. Michelle, sag doch endlich mal was. Ja. Hi, Isa. Was machen wir denn heute? Naja, okay. Ich rufe dich später nochmal an. Tschüss! Wie sieht's denn hier aus? Ich brauch dringend neue Klamotten. Du brauchst dringend ein paar hinter die Ohren, glaube ich. Du räumst jetzt hier Picobello auf und dann in 30 Minuten holen wir die Tante Eugenie vom Bahnhof ab. Meine Güte, die hab ich ja total vergessen. Naja, wenigstens ist die immer cool drauf. Eugenie, hallo. Ach, schön, dass du da bist. Sorry, dass wir zu spät sind, wie immer halt. Ach, das macht doch nichts. Ich bin eben erst angekommen. Na, Gott sei Dank. Und Michelle, was gibt's Neues? Eigentlich nichts. Du, gehst du da mit mir und Isabel aufs Schützenfest? Isabel ist deine beste Freundin, gell? Mhm. Die lebt bei ihrem Vater. Stimmt, genau. Na klar gehe ich mit euch aufs Schützenfest. Ich lade euch sogar ein. Aber nur, wenn ihr mit mir auf die Feste geht, weil da war ich schon ewig nicht mehr. Oh nee. Hey Michelle. Hallo? Hi, Michi. Ach, ich räume gerade ein wenig auf. Aha. So? Na, ist doch super. Und wann? Warte, ich frag mal. Michelles Tante ist da und wir wollen zusammen auf die Feste und danach gleich zum Schützenfest. Darf ich? Ja, zisch ab. Aber um 19 Uhr bist du wieder hier. Das ja. Ist meine Schule. Okay. Und nimm die Susi mit. Mach ich. Annie, ab ins Körbchen. Ach, sei doch nicht so streng zu der Süßen. Ah, Isa, ich mach auf. Hi, Michelle. Hi, Isa. Hey, du hast das gleiche Kleid an wie ich. Du, kommst du mit? Wir essen noch. Oh, sau gern. Ich hab so einen Hunger. Heute früh habe ich nur einen Joghurt gegessen. Komm, Susi. Und noch Kaffee? Oh ja, gerne.
Morgen, Carla. Guten Morgen, Katharina. Ja, guten Morgen, Lisa. Schön, dass du mitkommst auf die Burg. Ja, ich freue mich schon riesig drauf. Da war ich schon lange nicht mehr. Wie lange bist du weg? Kommst du danach mit aufs Schützenfest? Na klar. Du, Carla, ich muss aber um 7 zu Hause sein. Kommst du mit? Natürlich kommst du mit. Das wird ein Spaß. Ich habe wirklich vergessen, wie schön das hier ist. Das stimmt. Können wir in die Burg? Na los, haut ab. Danke! Was sie früher geschossen haben. Wow, die möchte ich nicht so heben. Komm, lass uns mal da runtergehen. Von hier aus kann man unser Haus sehen. Und da hinten ist auch das Schützenfest. Und Carla, was macht denn bei dir die Liebe? Ach du große Güte, du redest doch nicht etwa von Männern, oder? Doch. Ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe. Naja, so alleine mit Kind und Kegel und der Job noch dazu, wirkt schon ziemlich fertig. Das bin ich auch. Und jetzt noch die Geschichte mit meiner Mutter. Michelle muss manchmal ganz schön unter meiner schlechten Laune leiden. Wenn du magst, dann bleibe ich einfach ein paar Tage da und kümmere mich um die Michelle. Ach, das ist ja lieb von dir. Aber der Stefan, der mordt ja schon, wenn er sein Abendessen heute alleine kochen muss. Also, fahr du mal heim. Naja, du hast recht. Aber wenn es überhaupt nicht mehr geht, dann rufst du mich auf jeden Fall an. Okay? Okay. Oh, schau mal, die Kinder kommen zurück. Okay, dann machen wir es so. Treffen uns 10 Minuten am Ausgang. Wir warten dort auf euch. Ja, ja. Sag mal, spinnst du? Hast du keine Augen im Kopf oder was? Und jetzt entschuldigst du... Hey, spinnst wohl! Was hast du gesagt? Du kleine Göre! Du kriegst nachher auf dein vorlautes Maul, du! Aua! Na, das versuch mal. Großfresse gegen zwei kleine Mädchen. Wie mutig. Versuch's mal mit mir. Mit euch zwei Vögeln werde ich auch noch fertig. Verstehst du? Verstehst du? Mal schauen, was die Polizei dazu sagt. Wir sehen uns noch!
Ist euch was passiert? Geht's euch gut? Ach, geht schon. Okay. Na, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt. Okay. Ich hatte ganz schön Angst. War sehr mutig von dir. Ach, das war doch gar nichts. Wie heißt du eigentlich? Nick. Und du? Ich bin Michelle. Los, kommt. Komm, wir gehen. Erdbeer, meine Lieblingseissorte. Warum isst du nicht? Schmeckt's dir nicht? Ich hab irgendwie keinen Hunger. Keinen Hunger auf Eis? Bist du krank? Isa? Ja? Warst du schon mal verliebt? Verliebt in einen Jungen? Nö. Ich muss ständig an Nick denken. Er war so mutig und denkst du, das ist Liebe? Der Badeseebesitzer. Was hat der schon Mutiges getan? Und geht es erst, wenn man sich küsst. Wer küsst hier wen? Ach, der Held vom Schützenfest. Nur nicht so vorlaut, mein Fräulein. Ist euch noch frei? Nein. Ja? Na was nun? Warum bist du eigentlich so zickig? Habe ich dir was getan? Wie heißt du eigentlich? Isabel. Und dass du Michelle hast, weißt du ja schon. Und ich bin Gerd, wie du dem Typen gestern gegen das Schienbein getreten hast. Das war total cool. Boah, der hat geglotzt. Das hätte aber auch leicht ins Auge gehen können. Ich kenne diese Gang. Die sind ziemlich schräg drauf. Aber zum Glück sind wir rechtzeitig dazugekommen. Wir wollen heute Abend ins Kino. Genau. Geht ihr beiden mit? Ich lade euch sogar ein. Nee. Wir haben schon was anderes vor. Was denn? Na, wir wollten doch in den Stall ausreiten gehen. Oder hast du das vergessen? Ach, das können wir doch auch morgen machen. Komm, lass uns mitgehen. Na gut, wenn du meinst. Um was gehen wir überhaupt? In den neuen Film mit Arnold Schwarzenegger. Da soll voll die Action abgehen. Arnold Schwarzenegger? Nick hat gestern im Kino meine Hand gehalten. Wie schön für dich. Das war es wirklich. Mein ganzer Körper hat gekribbelt. Und er tut's immer noch. Ich glaube, ich bin verliebt. Auch wenn wir uns noch nicht richtig geküsst haben. Na, wenn du meinst, ich weiß nicht, was du an dem findest. Was machen wir morgen eigentlich? Sind ja nun endlich Ferien. Morgen wollte ich schon mit Nick ein Eis essen gehen. Aha. Aber am Freitag bleibt es dabei, dass du zu meinem Konzert kommst.
Na klar, versprochen ist versprochen. Was ist mit dir los? Ganz was Neues, ist nix. Michelle! Was? Ich sagte ganz was Neues, dass du nichts isst. Bist du verliebt? Woher weißt denn das? Michelle, das ist ja wohl nicht zu übersehen. Stell dir vor, ich war auch mal verliebt. Ist schon lang her. Er heißt Nick. Ach, der Junge vom Schützenfest. Ja, genau der. Ich war ja gestern mit Isa im Kino und Nick und Gerd waren auch dabei. So. Naja, schön. Und wann lerne ich deinen Nick mal kennen? Was sagt die Isabelle eigentlich dazu? Ich weiß nicht. Sie ist irgendwie so komisch. Ich glaube, sie kann Nick nicht leiden. Ach was. Ich denke, sie ist einfach nur ein bisschen eifersüchtig. Schließlich habt ihr ja die ganze Zeit alles zusammen gemacht. Meinst du? Na klar, das wärst du doch auch, wenn es umgekehrt wäre. Denk aber dran, dass Isa deine beste Freundin ist. Das ist viel, viel wert. Und so wie es aussieht, isst du heute auch nichts mehr. Geh dann ins Bett und träum was Schönes. Haha. Thank you.
Papi. Michelle ist verliebt. Ach du meine Güte. Das geht hier früh los. Ja, und sie redet nur noch von ihrem Nick. Das nervt ganz schön. Es geht schon vorbei, wirst sehen. Umso mehr braucht sie jetzt eine gute Freundin. Wieso das denn? Ja, wenn man verliebt ist, dann möchte man von seinen Gefühlen erzählen. Und mit wem kann man das am besten? Mit seiner besten Freundin. Du bist doch ihre beste Freundin, oder? Ja, klar. Michelle, hattest du schon mal einen Freund? Nein, und du? Ja klar, schon mehrere. Nein, ich meine natürlich eine Freundin. Logisch, auch schon mehrere. Ach so. Naja, genau genommen, so richtig erst eine. Wer war sie denn? Kenn ich die? Keine Ahnung, ob du die kennst. Julia aus der 7B. War sie sehr hübsch? Es geht. Du bist natürlich sehr viel hübscher. Wirklich? Ach, das sagst du jetzt bloß so. Nein, sowas würde ich nie so dahin sagen. Zu meiner Freundin. Deiner Freundin? Bin ich etwa deine Freundin? Michi! Hi Isa! Ach, ich bin so glücklich. Ach, muss lieber schon sein. Warte, ich komm runter. Wo ist Ellie? Oh. Mann, dich hat's ja ganz schön erwischt. Liebe muss wirklich schön sein. Ja, das ist sie. Du wirst schon sehen. Ich verliebe mich nie. Das kannst du schriftlich haben. Na, das sagst du jetzt, aber warte erst mal ab. Ich weiß zum Beispiel, wer in dich verliebt ist. Was? In mich? Wer soll das sein? Na, der Gerd. Nick hat's mir erzählt und ich soll's dir eigentlich nicht sagen. Von dem will ich doch überhaupt nichts wissen und von keinem anderen Jungen. Komm, wir machen jetzt was ganz Irres. Ich hab Taschengeld bekommen und ja, ich brauch dringend neue Klamotten. Du hast dir doch schon letzte Woche so einen neuen Fetzen gekauft. Spar doch mal dein Geld. Das ist mein Geld, also mache ich, was ich will. Und wenn ich mir neue Klamotten kaufen will, mache ich das. Also kommst du nur mit oder nicht? Na, okay. Wir wollen zahlen. Kann ich euch helfen? Nö, wir wollen uns doch umschauen.
Entschuldigung, schöne Frau. Ist sie noch frei? Ja, genauso wie an jedem anderen Tisch hier. Aber das ist hier mein Standplatz. Ah, hab mich vorhin schon gewundert, wo mir Casanova steht. Casanova? Nein. Hier steht doch klar und deutlich, gut aussehender, netter Mann. Ich hab schon meine Brille zu Hause vergessen. Julia? Hallo. Hallo. Eine Latte bitte. Ja. Aber irgendwie kommen sie mir bekannt vor. Oh, nicht die Tour jetzt bitte. Doch, doch, doch. Und jetzt weiß ich auch woher. Sie sind doch die Mutter von Michelle. Ja, wieso? Ich wollte mich schon auf dem Schulfest vorstellen. Unsere Teenies sind doch die besten Freunde. Sie sind Isas Vater? Alleinerziehender Mann. Respekt. Ganz meinerseits. Ja, hallo ihr beiden. Ach nee, was für ein Zufall. Na, habt ihr was Nettes gekauft? Ja, ein neues Kleid. Willst du mal sehen? Nee, lass mal. Was macht ihr heute noch so? Geht ihr mit uns ein Eis essen? Wir wollten zu mir. Der spielt. Ach was, bei so einem Wetter spielt man nicht zu Hause. Was haltet ihr davon, wenn wir zu unserem See fahren und schwimmen gehen? Komm, lass uns mitgehen. Na okay, wann treffen wir uns? Um 2 am See. Okay. Wie heißen eigentlich eure beiden Hunde, Isabel? Der Schwarze hier, der heißt Susi und ist meine. Und der kleine Hund dort, das ist Michelle und heißt Annie. Dass die sich vertragen, obwohl sie so unterschiedlich groß sind? Zuerst war das auch so ein Drama, aber die kennen sich jetzt schon eine Zeit lang. Das ist ein sehr schöner Hund. Du magst Susi bestimmt sehr. Sie kommt gleich nach Papi und Michelle. Ich hätte auch gerne einen Hund, aber mein Vater sagt, ein Köter kommt mir nicht ins Haus. Kommst du morgen Abend zu mir nach Hause? Ich habe einen super tollen Film auf DVD. Morgen Abend ist es schlecht. Isa hat ihr erstes großes Klavierkonzert und da muss ich natürlich dabei sein. Das wird doch nicht ihr letztes sein. Komm schon. Nein, das geht nicht. Ich hab's dir versprochen. Und außerdem freue ich mich schon drauf. Mann, bist du langweilig. Dann frage ich eben Julia. Julia, deine Ex? Na klar, die würde sonst was dafür geben, mit mir einen Film schauen zu können. Probleme mit Nick? Nein. Ja, doch. Was ist denn passiert? Nick will, dass ich heute Abend mit ihm einen Film anschaue. Aber heute ist doch das Konzert von Isabel. Und wenn ich nicht komme, will Nick seine Ex-Freundin einladen. Ja, das ist ja ein ganz schön fieser Kerl. Nick ist nicht fies. Michelle, du gehst auf alle Fälle zu dem Konzert. Und wenn Nick das nicht kapiert, dann kannst du den gleichen Wind schießen.
Bist du fertig? In einer Viertelstunde geht's los. Ja, gleich. Bleiben die denn? Ach, die kommen schon noch. Die sind doch sonst auch immer pünktlich. Komm, du musst jetzt rein. Du musst, geht gleich los. Ja, viel Glück. Scheiße! Mama, was ist denn los? Verdammte Karre springt nicht an. Wir müssen laufen. Wir müssen anfangen. Die werden schon noch kommen. Hallo Fräulein Carla. Hallo Michelle. Tja, leider zu spät. Isa ist schon fertig. Sie hat super gespielt und keinen einzigen Fehler gemacht. Und ihr wart nicht dabei. Isa geht nicht ans Telefon. Und ich habe ihr auch schon zwei SMS geschrieben. Dann ruf sie doch einfach mal an. Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss gleich weg. Wohin denn? Ich fahre nach Gotha. Oma kommt aus dem Krankenhaus. Dann will ich sie abholen. Darf ich mit? Das geht nicht. Ich habe noch so viel zu erledigen. Aber ich muss trinken mit dir wegen Nick reden. Michelle, dafür hast du doch Isabelle. Ruf sie einfach nochmal an. Aber die meldet sich ja nicht. Ach Michelle, ich bin doch morgen wieder da. Na, überleg halt nochmal, wo es sein könnte. Hab doch schon überall gesucht. Ich weiß nichts mehr. Weißt du was? Am besten, du nimmst das normale Festtelefon und rufst sie selber an. Dann hörst du es klingeln. Das habe ich doch auch schon gemacht. Aber ich glaube, es ist in der Konzerthalle. Na, dann musst du eben nochmal runtergehen und dann fragst du den Hallenmeister und vielleicht hat er es ja gefunden. Hm? Hat sich Michelle eigentlich schon gemeldet? Wie denn, wenn ich kein Handy habe? Na, mit einem normalen Telefon eben. Am besten, du rufst sie eben mal an, oder? Nein. Sie hat mich ersetzen lassen. Also muss sie mich anrufen. Aber sie kann doch nichts dafür. Fräulein Carlas Auto ist nicht angesprungen. Ja und? Und nenn nicht immer Michelles Mutter Fräulein Carla. Das mag sie gar nicht. Fräulein Carla. Fräulein Carla. Sie ist hübsch, die Fräulein Carla. Hat Fräulein Carla eigentlich einen Freund? Weiß ich doch nicht. Frag sie doch selbst.
Gute Idee. Hallo? Michael? Ist Isa daheim? Ich kann sie per Handy nicht erreichen. Ach so. Verloren. Ja, genau. Und deswegen ist sie nochmal zusammen mit Susi runter zur Konzerthalle. Ja, vielleicht versuchst du es da nochmal. Sag mal, deine Mutter, hat die eigentlich einen Freund? Ach nein, vergiss es, es war nur ein Scherz. Die ganze Zeit zu erreichen. Ich habe mein Handy verloren. Dachte, es wäre in der Konzerthalle. Aber nichts. Ich habe dir schon 2 SMS geschrieben und wollte mich für gestern Abend entschuldigen. Mein Vater hat es mir schon erzählt. Kann's ja nichts dafür. Euer Auto ist ja nicht angesprungen. Okay, komm, ich begleite dich noch ein Stück mit heim. Okay. Ich muss ständig an Nick denken. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ach, der hat dich ja wegen seiner alten Freundin verlassen. Stimmt. Woher weißt du denn das? Von Gerd. Wann hast du den denn getroffen? Gestern, er war auch beim Konzert. Ach, deswegen habe ich es nicht gefunden. Liebst du Gerd? Ach Quatsch, ich bin doch nicht so doof wie du. Was heißt hier doof? Du bist doch immer lieber mit Nick zusammen als mit mir. Obwohl er so gemein zu dir ist. Das stimmt doch überhaupt nicht. Na klar stimmt das. Na und, du bist auch keine echte Freundin. Wenn du eine echte Freundin wärst, würdest du dich für mich freuen, anstatt immer nur über Nick herzuziehen. Aber der Nick, der verschaukelt dich doch nur. Merkst du das denn nicht? Du bist doch bloß eifersüchtig. Ich krieg Nick schon zurück. Du bist so gemein. Nein, du bist gemein. Lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Ich brauch keine Freundin. Michelle. Ich geh zu meinem Vater. Der versteht mich wenigstens. Ich hab's doch nicht so gemeint. Warte auf mich. Ja, hallo? Fräulein Carla! Nein. Nein, aber sie hat vorhin angerufen und wollte wissen, wo Isabel ist. Ja, ich habe ihr gesagt, Isabel ist nochmal runter in die Konzerthalle. Sie hat da ihr Handy verloren. Ja, eigentlich müsste die schon längst wieder hier sein. Ach, ich glaube, da kommt sie gerade. Isabel! Isa? Was denn? Ja, wo steckst du denn die ganze Zeit? Sag mal, ist die Michelle bei dir? Ihre Mutter sucht sie. Hey! Hey, was ist denn? Wir haben uns gestritten. Sie will zu ihrem Vater. Hören Sie? Isa sagt gerade, dass sie zu ihrem Vater ist. Was? Gotha?
Michelle? Du erzählst uns jetzt alles noch einmal. Und zwar der Reihe nach. Wo hast du Michelle das letzte Mal gesehen? Michelle hat gesagt, wir sollen nichts von diesem Mann erzählen, sonst bringt er uns vielleicht um. Was für ein Mann? Ich habe solche Angst, dass er Michelle vielleicht mitnimmt und es ihr vielleicht wehtut. Isabelle, von was redest du? Na, von dem Mann. In der Höhle im Wald. Willst du denn so spät noch hin? Ich will zu meinem Papa. Und wo wohnt dein Papa? In Gotha. Na, da hast du aber noch einen langen Weg vor dir. Ach, ich weiß nicht. Alles ist so blöd. Na, dann erzähl doch mal. Und was werden Sie jetzt tun? Wir sind mittlerweile alle Anlaufadressen Ihrer Tochter in der Umgebung abgefahren, die Sie uns genannt haben. Aber bislang haben wir keine neuen Erkenntnisse bekommen. Wir werden weiterhin mit mehreren Streifen nach Ihrer Tochter im Stadtgebiet und in der Umgebung von Coburg fahren, aber mehr können wir momentan nicht tun. Ich kann doch jetzt nicht nach Hause gehen, mich aufs Sofa setzen und warten, bis sie vielleicht wieder auftaucht. Ja, die Michelle ist hier einfach fremd, die kennt sich hier überhaupt nicht aus. Wahrscheinlich ist sie irgendwo auf dem Weg zu ihrem Vater, die irrt hier irgendwo rum. Also ich werde mit dem Kollegen nochmal rausfahren in die Gegend, wo ihre Tochter das letzte Mal gesehen worden ist. Vielleicht können sie mir die Stelle auf einer Karte zeigen. Okay. Morgen schaut die Welt wieder ganz anders aus. Das sind bestimmt alles nur Missverständnisse. Meinen Sie wirklich? Ganz bestimmt. Weißt du was? Ich fahre dich jetzt nach Hause. Anschnallen.
Ja, wo genau war das denn jetzt? Ja, da ein Stück weiter hinten beim kleinen Teich. Teich? Aber da ist doch gar nichts mehr. Das sind nur Wälder und Felder, da ja, kommt gar nichts. Ich weiß. Ich wollte noch hinterherlaufen, aber ich hatte Angst. Ach, das ist nicht deine Schuld. Wir werden sie schon finden, wirst du schon sehen. Sag mal, ist die Annie eigentlich bei ihr? Mensch, ja, wir könnten nach Susi suchen lassen. Gleich bist du wieder zu Hause. Goethestraße, stimmt's? Ja. Woher wissen Sie das denn? Ich weiß viel von dir. Wir kennen uns nämlich. Den habt ihr in der Höhle verloren. Stimmt's? Halt! Bleib doch hier! Wo willst du denn hin? Hier geht's doch gar nicht weiter. Die muss in den Wald gelaufen sein. Scheiße, lass uns abhauen! Scheiße, na!
Vielen Dank, Herr Hinrich, dass Sie Michelle so mutig geholfen haben. Das war ja wohl selbstverständlich. Aber das wäre alles nicht passiert, wenn Michelle nicht von mir weggelaufen wäre. Michelle hat eben einen Schrecken bekommen, als Sie ihr den Ausweis gezeigt haben. Ist doch verständlich. Was ist das eigentlich für eine Geschichte mit der Höhle und dem Kleid? Ach was! Den Ausweis habe ich am Waldrand gefunden. Was Kinder sich immer so ausdenken. So? Na dann. Also nochmal vielen Dank. Können wir Sie irgendwo absetzen? Nein, danke. Mein Auto steht gleich da hinten. Dann eine schöne Nacht, Herr Hinrich. Vielen Dank, Herr Hinrich. Lassen Sie uns doch die Tage einfach mal treffen. Ja, und auch vielen Dank von mir und entschuldigen Sie, dass ich gedacht habe, Sie... Schon gut. Ich hätte vielleicht auch Angst gehabt. Oh Mann, war das eine Nacht. Ja, aber so haben wir uns wenigstens mal kennengelernt. Stimmt. Alles hat eben auch seine guten Zeiten. Ihr könnt mal essen gehen. Natürlich mit den beiden Mädchen. Natürlich. Na dann, gehen wir. Dass du wieder da bist. Freundinnen. Für immer.